willkommen zu der Reihe Nachgefragt. Heute haben wir Heike Springhardt zu Gast. Heike Springhardt ist aktuell Landesbischöfin in unserer Badischen Landeskirche hier. Und bereits bevor Sie Ihr Amt begonnen haben, waren Sie als Hochschullehrerin tätig, unter anderem hier in Heidelberg. Und es führt mich auch schon zu meiner ersten Frage. Was macht denn für Sie den Reiz aus, trotz dieses umfangreichen Amts als Landesbischöfin weiterhin als Hochschullehrerin tätig zu sein? Für mich ist Theologie sowas wie so mein Lebenselixier. Ja? Und ich liebe es, mit Studierenden zu arbeiten und mache das jetzt auch im Amt weiter, weil es die beste Möglichkeit ist, nicht nur so punktuelle, höfliche Begegnungen zu haben, sondern wirklich miteinander theologisch zu arbeiten und das zu machen, was uns eigentlich weiterbringt. Das hilft mir, weiter in der Theologie zu bleiben und vor allen Dingen im Gespräch mit den Studierenden. Ja, und jetzt die nächste Frage ist ähnlich, schließt daran an. Wie lässt sich eigentlich die wissenschaftliche Theologie, die Sie hier in der Uni erfahren, in der kirchlichen Praxis fruchtbar machen? Für mich hängt das ganz eng miteinander zusammen. Ja? Also ohne mein theologisches Denken und meine theologische Haltung könnte ich überhaupt nicht kirchlich praktisch arbeiten. Ja? Jede Frage, über die wir nachdenken, wie gestalten wir die Kirche für die Zukunft oder konkrete Fragen, mit denen Menschen an mich rantreten, die brauchen ja erstmal mein theologisches Nachdenken, damit ich weiß, wie ich antworte. In den Antworten steckt da manchmal gar nicht viel so explizit Theologie drin, wie im Proseminar. Aber die Basis für mich ist das natürlich. Ja? Also Theologie ist eine Funktion der Kirche. Und das bedeutet, dass es sozusagen wie der Schmierstoff ist, der die Kirche auch mal verhält. Ja, und wie sollte man das Ganze dann in der Öffentlichkeit präsentieren, Kirche und Theologie? Naja, ich glaube, in der Öffentlichkeit, das heißt ja oft im Text, also Journalisten für ein Interview oder Zeitungsartikel oder so, ist, glaube ich, wichtig, dass in den Äußerungen, die wir als kirchliche Vertreterinnen und Vertreter machen, ob das Pfarrerin und Pfarrer oder die Bischöfin ist, dass deutlich ist, dass wir was Spezifisches zu sagen haben. Also, dass wir nicht verstecken, dass wir vom biblischen Hintergrund herkommen, dass wir nochmal einen anderen Ton in die Diskussion eintragen und deutlich machen, wir reden vom Menschen zum Beispiel im Horizont Gottes. Ja, und das macht einen Unterschied, wie wir auf den Menschen schauen. Ja, haben Sie das Gefühl, es gelingt momentan gut, wie Kirche und Theologie in der Öffentlichkeit präsentiert wird? Ich glaube, dass die Frage, wie sich Kirche in der Öffentlichkeit präsentiert, da ist immer ganz schön viel nach oben. Yeah. Ja? Also, und es beginnt an der Sprache, deswegen ist es so wichtig, dass Sie als Studierende Theologie so richtig verinnerlichen, weil ich glaube, das, was man verinnerlicht hat, kann man dann auch mit ganz einfachen und normalen Worten sagen. Das finde ich wichtig. Ja? Erstmal muss man es schon richtig durchdringen, aber ich glaube, es gelingt uns noch nicht immer, dass es nicht so Churchy-Sprache ist. Ja? Insofern ist da Luft nach oben, kirchliche Öffentlichkeitsarbeit insgesamt. Passiert natürlich immer auch mit bescheidener Ausstattung und auch da, wenn das natürlich so, wenn man sonst Kommunikation erlebt, ja, also angefangen vom Design und der Ästhetik, da glaube ich, können wir schon noch und müssen wir noch frischer werden. Ja, und vielleicht schauen sich auch zukünftige Theologiestudierende das Ganze an. Und das ist mal meine Frage, was würden Sie eigentlich uns hier in Abiturienten raten? Ne? Warum sollen Sie Theologie studieren? Welche Gründe sprechen dafür, das zu machen und dann später Pfarrerin oder Religionslehrerin zu werden? Ich finde das Aufregende bei Theologie, das habe ich als Studentin schon so selber erlebt und es hält sich eigentlich durch bis heute, ist das, was mich in meinem Innersten bewegt, ja, mein Glaube mit Zweifeln und der ist mal stärker und mal schwächer, das ist klar. Aber das, was mich im Innersten antreibt, das theoretisch zu reflektieren und dann, wenn ich Pfarrerin oder Religionslehrerin werde, zu meinem Beruf zu machen, anderen davon zu erzählen, das ist eigentlich wunderbar. Also Theologie hat immer was mit mir als Person zu tun und ich kann viel gestalten. Also ja, es geht um mich und es geht um die Welt, wie ich sie gestalten kann. Es geht auch um anderen, was davon mitzugeben. Und das finde ich eine großartige Mischung. Und ich lerne mein Leben lang weiter. Also Theologie ist nicht erledigt, mit dem ersten und dem zweiten Examen sozusagen alle Scheine abgehakt, Bücher zu und dann geht's los. Sondern das ist eigentlich ein lebenslanges Projekt. Das ist irgendwie aufregend. Ja, und total facettenreich. Und da kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage, die betrifft Ihre Forschung aktuell. Sie haben eine Habilitation zum verwundbaren Menschen geschrieben. Und gibt es eigentlich Bezeugnisse und Erkenntnisse Ihrer Arbeit, die Sie mit in Ihrem Berufsalltag genommen haben, wovon Sie heute noch zehren können? Ja, ziemlich viel. Also die Frage von Verwundbarkeit, als ich das in meiner Habilitation mich damit beschäftigt habe, hat von Vulnerabilität und Verwundbarkeit in der Theologie haben noch nicht so wahnsinnig viele gesprochen. Dann kam Corona und alle haben gemerkt, huch,
wir sind ja irgendwie alle verwundbar. Ja? Und ich bin dann auf und ab, da war ich noch vorne hin, und habe Vorträge gehalten, ja, über Verwundbarkeit. Ich glaube, es ist an so vielen Stellen nötig, dass wir darüber reden, welche Chance und welches Risiko in Verwundbarkeit liegen. Also wenn wir jetzt mal nur an die Kirche denken, finde ich, dass Kirche sich wagen muss, verletzlich zu sein. Damit meine ich, dass wir wirklich uns offen machen dafür, was stellen Menschen für kritische Anfragen an uns oder uns kritisch, selbstkritisch damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich. Der Krieg in der Ukraine stellt uns nochmal vor völlig neue Herausforderungen. Ja? Wie überdenken wir die Friedensethik? Bügeln wir das alles ab und haben irgendwie immer schon die richtige theologische oder kirchliche Antwort? Das, glaube ich, hilft nicht. Aber so der Blick dafür, dass das der Normalfall ist, dass es auch brüchig ist, ja, das ist eigentlich mein täglich Brot. Ja, oder auch im Umgang mit den richtig schwierigen Themen, die uns ja, beschäftigen, ob das sexualisierte Gewalt ist, ob das Menschen sind, die sonst Schwieriges erlebt haben. Ich glaube, dass wir da ganz viel zu sagen haben. Im Zentrum von unserem Glauben steht der verwundbare Christus. Ja? Das ist eigentlich unsere an diesen Wunden ist sozusagen die Welt heil geworden. Und deswegen ist das eigentlich was sich bei mir so durchzieht und bleibt. Ja, das ist eine wunderschöne Antwort zum Schluss. Und das war auch schon die heutige Folge von Nachgefragt.